Hallo, herzliches Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir haben den... Okay, der lief gerade seltsam. Wir haben gerade hier den Lehrer... den Lehrer Ritter Bernal gefunden und kennengelernt. Ein paar Sachen haben wir von ihm gekauft, ein paar Kriegsaschen-Talente. Und jetzt geht es weiter hier entlang. Jawohl. Hier sind überall Riesen. Ah ja, das sind die Riesen dort. Ja. Parade. Wie gut kann ich... Oh, Sonnenblume. Oh, so viele. Wie gut kann... 6 Stück. Oha. Wie gut kann ich eigentlich parieren? Würde mich mal interessieren. Ah, hello. Mhm. Glad to see you safe. Here to learn a battle art or two. Ja. Ah, wo war das? Hier, genau. Geht das mit dem Schwert? Das sehen wir gleich mal. Well, until we meet again. Yes. So. Kriegasche, geht das? Parieren. Nein, geht nicht. Geht das mit dem Morgenstern? Mit dem Morgenstern geht das auch nicht. Mit dem Schwert? Mit dem Krummschwert geht das. Interessant. Mit der Claymore? Nein. Mit dem Zweihänder auch nicht. Aber mit geraden Schwertern, oder? Gerade Schwerter gehen auch nicht. Oh, Dolch? Dolch geht. Okay. Interessant, dass es mit einem Krummschwert geht, aber nicht mit einem geraden Schwert. Aber okay. Weiter Richtung Wald. Oh, hart. Oh. Okay, schauen wir uns mal das Wäldchen hier an. Was ist das hier? Das sind Glocken. Okay. Warum sind hier so viele Glocken? Eins nach dem anderen. Erstmal gehen wir zum... den Weg entlang. Ah, das ist noch ein Ding. Und Harz. Nehme ich gerne. Und Wölfe. Wow. Perfekt. Fast schon perfekt. So. Oh, Kot. So. Da kann man, glaube ich, hochspringen, wenn man will. Aber ich will das nicht. Okay. Ah, noch mehr Kolossengräber. Okay, achso, das ist das Ding, okay. Was zur Hölle?
Oh. Okay. Gibt es sonst noch was? Nope. Okay. Hier hinten glüht irgendwas. Oh. Was ist denn das hier? Erstmal schaue ich mir mal an, was dort glüht. Irgendeine Lavaschnecke oder so? Hey, ist das echt ein Dach? Das sind Lavanacktschnecken. Okay. Sind die gefährlich? Oh. Okay, ich habe irgendwie mehr erwartet. Grabpeilchen. Okay. Viele Schmetterlinge. Okay. Da oben ist was. Oh, wer bist denn du? Hallo, Bock auf ein Duell? Oh. Hat er sich geheilt? Oh. And you are dead. Danke. Oh, Kriegsasche, goldener Spur. Oh, hallo. Hallo. Goldener Schwur heilig. Verleiht eine Waffe Affinitäten und Talente. Und was genau macht das Ding? Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität heilig und folgendes Talent. Goldener Schwur. Dieses Talent entspringt der langen Tradition der Ritter der Hauptstadt. Da war ich. Hebt die Waffe, um den Erdenbaum im Kampf zu ehren und verstärkt eure Angriffskraft und Verteidigung sowie die eurer Verbündeten in der Nähe. Zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Oh, das ist das, was der gesehen was der gemacht hat. Oh. Schick. Das probiere ich doch gleich mal aus. No. Hallo, Trinas Lilie. Hallo, Kolosse. Lalalala. Wow. Okay, hier komme ich nicht darunter, oder? Oder? Nee, ich glaube nicht. Komme ich hier wieder hoch? Oh, oh. Ja, doch, komme ich. Sehr gut. Ja, stimmt ja, du bist ja noch da. Ja, nice. Dunkelschmiedestein.
runtergeflogen. Okay. Die Irrival Elden Ring Airline ist jetzt verfügbar. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Das ist ein Baum. Ich dachte mir schon, was ist denn das? Ah, das ist das Kolosseum. Moment. Ich vermute mal, dass das ein Kolosseum ist. Sieht so aus. Hoch. Werde ich hier invasiert? Okay. Jo. Rico Sant Henricus. Oh. Oh, ich habe eben noch das Ding. Hey, sag mal. Bleib liegen. Also geht doch. Ja, nein. Bei der ersten Mal Rekursant liegt. Hammertalisman. Rekursant Henricus ist tot. Nice, ich dachte, ich hätte immer noch den Zweihänder bei mir. Cool. So, Hammer-Talisman. Verbessert Ausdauer, verringernde Angriffe gegen Blocker. Okay. Ein Talisman mit Hammer und Tritter. Verbessert Ausdauer, verringernde Angriffe gegen einen blockenden Gegner. Hammer sind gegen Widersacher mit Schilden dermaßen effektiv, dass sie im Volksmund auch als Rittertod bezeichnet werden. Okay, das heißt, mein Morgenstern wäre noch effektiver gegen den Gegner, der blockt. Okay. Hallo? Wer bist denn du? Ich wollte doch einfach nur kämpfen, als Krieger, bis zum bitteren Ende. Also warum, o führende Hand der Gnade, will sich diese Tür nicht öffnen? Mhm. Oh, Wettkampf-Mehrspielerpartien. Mit dem Krummfinger des Duellanten hinterlasst ihr ein rotes Rufzeichen. Oh, andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für eine Wettkampf-Mehrspielerpartie rufen. Als Duellantengegner ist es eure Aufgabe, den Wirt der Finger zu besiegen, der euch gerufen hat. Oh cool, kleine rote Statue. Krummfinger des Duellanten. Oh, okay. Sendet Wettkampf-Rufzeichen ein an Herbeirufungsreserve. Objekt für Online-Spiele. Okay, sie nimmt ein Wettkampfrufzeichen an mehrere Herbeirufungsreserven in der Nähe. Nur an aktivierte Reserven. Ah. Wettkampfspieler, Mehrspielermodus besteht euer Ziel darin, den Wirt der Finger in der Welt zu besiegen, in die ihr gerufen wurdet. Und das hier, Krummfinger, das Duellanten. Es erzeugt ein Rufzeichen für den Wettkampf-Mehrspielermodus. Ihr trefft als Gegner Duellant ein und euer Ziel ist, den Wirt der Finger in der Welt zu besiegen, in die ihr gerufen wurdet. Finger aus Leichenlipid, gekrümmt wie ein Haken. Die Bronzeverzierungen sind das Zeichen eines Duellanten. Okay. Ja, das war unser zweiter Invasor. Den haben wir ganz erfolgreich bekämpft.
wenn auch aus Versehen nicht mit der Waffe, mit der ich irgendwie wollte. Ich bin schon gewundert, warum mein Zweihänder so einen Wirbel macht in der Luft. Okay. Nein, wieso springe ich ab? Wieso mache ich das? Da ist nichts, okay. Da ist nichts, okay. Da ist nichts, okay. Hier ist nichts, auch okay. Na gut. Dann gehen wir mal zu dem... Zu dem Lager hin, genau. Feuernacktschnecken. Kommt man auf die Idee? Oh, genau. Hier sind wir. Ich kann sogar Wölfe raufbeschwören. Oh, ich probiere mal die Qualle. Nee, ich mache erstmal alle tot. Dann probiere ich mal die Qualle. Okay. Da ist eine Truhe. Eins, zwei, drei, okay. Oh. Wir haben eine Patrouille dort. Komme ich da irgendwie hoch? Ja. Das hat niemand gesehen. Alles ist in Ordnung. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Aber nicht weiter schlimm. Was ist das denn für ein Hund? Ich bin schon wieder weg. Leise wie der Wind. Hihihihi. Ich könnte heimlich, um die Hunde gleich wegzubekommen. Wie viele Tränke habe ich? Zwei, ne? Jawohl. Ich könnte die rasende Flamme auf die schicken.
Hoffentlich sind dann die Hunde tot, wegrennen, meine Wölfe rufen und die killen. Yo. Okay. Okay, die Hunde werden nervig sein. Das weiß ich jetzt schon. Gut, den schieße ich dann meine Dings. Meine rasende Flamme. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich eigentlich heilen. Aber gut, dann das wäre dann damit erledigt. Du hast nichts gesehen. Gut. Das waren alle. Dann Bon Voyage. Mission failed. Das hätte schlimmer nicht werden können. Wirklich nicht schlimmer gehen können. Also gut, da der Typ wäre noch sonst gekommen, aber alter Schwede. Alter, macht der Gewohnheit. And you are dead. Waren das noch nicht alle? Ach, der da lebt noch.
Besseres Fleisch. Wow, danke schön. Einer, da war ja noch ein Hund. Etwas größer, da ist er schon. Wow. Na also. Gut, gibt es... Was gibt das bessere Fleisch? Verstärkt kurzkörperliche Angriffe. Okay. Dann, da war ja noch eine Truhe, ne? Genau, hier. Was gibt es da? Bestien-Dreieckschild. Das Wappen kommt mir sehr bekannt vor. Wo? Oh. Kuh. Kuh. Oh, 100. Oh, das ist sogar besser als mein Schwarzwappen-Dreieckschild. Naja. Ja, schon. Und wie? Okay. Okay, was steht dazu? Ein mittelgroßer Metallschild, einfacher zu führen als ein Drachenschild. Das Bestienwappen soll Krieger daran erinnern, im Eifer des Gefechts nicht unvorsichtig zu werden. Kämpft mit Leidenschaft, aber lasst euch niemals von ihr vereinnahmen. Okay, wie sieht das denn aus? Schick. So, da, nein, hoch, war da oben noch was? Ein Hopp. Ich glaube, hier war der Käfer, oder? So, da hoch muss ich jetzt. Oh, da. Aldi hopp. Boing. Jawohl. Jo, was hast du da? Eine Lanze. Wie gut. Nein, nein. Voll. Wow. Ich schick minus 200. Gleich schauen wir uns mal die Lanze an. Interessante Lichtverhältnisse. Boing. Boing. So. Jawohl. So, Lanze, komm her, du gutes Stück. Wo bist du? Hier bist du. Großer Speer. Stärke 20. Geschick 14. Okay, okay. Wuchtiger Ansturm. 9. Okay, was macht wuchtiger Ansturm? D4
Diese lange und kegelförmige Waffe ohne Klinge zählt zu den Großspeeren und dient zum Durchbohren. Sie ist schwer und nicht leicht zu führen, aber im Kampf zu Pferde und auch zu Fuß sehr effektiv. Zu Fuß eigentlich nicht, aber zu Pferde ja. Talent wuchtiger Ansturm. Mit der Waffe an der Hüfte stürmt ihr schnell vorwärts und stößt zu. Halten, um größere Distanzen zu überbrücken. Interessant. Boah, ist das Ding lang. Alter. Alter. Okay. Eins, zwei, drei, drei. Okay. Okay, okay, und aufgeladen. Aha. Okay. 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 Ha, cool. Voll cool. So, doch einen lieben Geist, ne? Einen Asche der Soldaten von Gottrick hatten wir auch neu bekommen. Stimmt ja, Asche, in der noch Geister verweilen. Hiermit ruft die Geister von zwei Soldaten Gottricks. Ach so, zwei. Ein Geisterduo, bei dem der Geist in der Vorhut mit verheerenden Hammerschlägen angreift und der Armbrust schützt die Nachhut bildet. Soldaten, die Gottrick dem Verpflanzten dienen, sind die Überreste der Armee, die aus der königlichen Hauptstadt des Erdenbaums floh. Oh. Also ist die Hauptstadt gefallen oder wie oder was? Wie viel verbrauchen die? 54. Okay. Zeig mir mal den Geist. Du bist doch riesiger als gedacht. Kann ich dich stechen? Nein. Boah, aber wie du das Ding erhältst. Geisterquelle. Eigentlich dachte ich, die hat einen Namen. Aber gut, okay. Das wäre dann das Gebiet hier. Oh, stimmt ja. Dahin muss ich noch hin. Falsch. Dahin. Echt? So greifst du mit einer Lanze an? Oh. Oh, hallo. Okay. Ja, so greifst du mit einer Lanze an. Wie komme ich da hoch? Hier komme ich da hoch. Okay. Aber die Statue, wie habe ich die vorhin nicht gesehen? Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Ich vermute mal da irgendwo. Okay. Warte mal, wie komme ich denn dahin? Muss ich springen? Oha, Ladies and Gentlemen, scheinbar muss ich von da hoch, da runter springen? Nee. Hä, oder? Ich muss doch von... Moment. Momentchen. Hier geht's doch hoch. Also.
Unfassbar, unsere heilige Ruhestätte ist entweiht. Sich dem Ruf des Erdenbaums zu verweigern, um im Tode weiterzuleben. Abscheulich. Ich gehe da mal rein. Todberührte Katakomben. Das schreit ganz danach, als bräuchte ich eine heilige Waffe. Ich setze mich am besten gleich rein. Aber das mache ich nicht jetzt. Vielleicht noch in dieser Folge, aber nicht jetzt. Erstmal will ich mich da weiter umschauen. Hier so. Dann hätte ich das schon mal abgehakt. Ja, das war jetzt nicht irgendwie nicht so gut. Also. Ich habe mir mehr von der Lanze erhofft. Hier so mehr Schaden irgendwie. Ach komm. Du hast keinen Schaden genommen. Ach ja, Schildträger. Ey, du komm, hör auf. Nur ist aber Schluss. Wow. Wow. Die Lanze ist schlecht. Vor allem, wenn man nicht trifft. Oder so. Goldene Rune, nice. Sag bloß, es geht noch da hin irgendwie runter. Hallo, was? Oh. Oh, hallo. Was macht er da? Okay. Okay, das war die Lanze. Ich würde zurück zum Zweihänder wollen. Gut, ich versuche mal den Degen. Pferd. Oh, hallo. Jetzt wäre die Lanze, glaube ich, doch ganz gut. Ah, wo bist du? Hier. So kommt her, ihr Widersacher. Irgendwie habe ich mir zu viel erhofft. Wow. Okay, das ist cool. Wie habe ich den verfehlt? Boah, okay, das ist voll cool.
Lanze ist vielleicht doch noch ganz lustig. Passt. Juhu, ein Glassplitter. Okay. Mann. Voll cool. So, waren das alle? Da sitzen doch noch ein paar. Okay. Ey, Junge, mach den Angriff. Ay, caramba. Yes. Strike. Aha, wie mein Name da liegt. Ach ja, ich habe einen Tipp erhalten, ich sollte nochmal bei der Hauptstadt vorbeischauen. Da gab es nämlich irgendwas Lustiges. Da, wo so ein Koloss lag. Da vorne. Könnte ich mal noch vorbeischauen, sich? Sollte ich vorsichtig sein, hier gibt es weniger Freiraum. So eine Menge Steine und so festhängen, genau das meine ich. Genau das meine ich. Oh nein, da gibt es Jagd, aber oh nein. Rennt, Tierchen, rennt. Warum springe ich überhaupt, wenn das nichts bringt? Mann. Junge, weichst du überhaupt aus? Oh, ich bin müde. Wäre vielleicht besser, wenn ich in den Nahkampf gehe? Eigentlich nicht, oder? Wow, Anvisierung. Ey, meisterhaft gespielt. Einfach wunderbar, fabelhaft. Nobelpreis für dich.
musst du nah am Rand da stehen. Bist du sicher, dass du da rumlaufen möchtest? Oh oh. Boah, diese Kamera. Kaffeekätzchen oder was machst du mit deiner Geschwindigkeit? Ich wollte schon sagen, diese Anvisierung, ne? So. Habe ich was bekommen? Nein. Okay. Welchen Sinn hat das dann? Gegen die zu kämpfen? Ah. Okay. Lanzentalisman. Wie praktisch. An. So, na mal gucken. Was gibt's Neues? Verbessert Angriffe zu Pferde. Geil. Ein Talisman mit Lanze und Ritter verbessert Angriffe zu Pferde. Ritter zu Pferde sind tödliche Gegner. Von ihrer erhöhten Position entgeht ihnen nichts und ihrem aufgeladenen Angriff ist kaum jemand gewachsen. Cool. Oh, herber. So. Ach da, herber. Ich bin blind. Da ist nix. Da ist nur der Abgrund. Ob man irgendwie auf den Turm kann? Wäre interessant zu wissen. Okay. Das Stückchen haben wir hier jetzt beendet. Abgegrast und so. Ich würde sagen, jetzt gehen wir in den Dungeon. Jawohl. Gut, wir haben ja eine neue Kriegsasche. Eine magische Kriegsasche. Den Morgenstern, den nehme ich mal. Genau, heiliger Morgenstern, das passt, glaube ich, ganz gut. Jo. Komm. Heiliger Morgenstern. Okay. Jo. Dann schauen wir mal, was das macht. Ich ziehe mich dann auch wieder dementsprechend an. Huh. Oh.
Okay. Eine Rüstung der Soldaten, die Gott trägt, die der Wappenrock ist mit dem Erdenbaum und dem Bestienregenten verziert, einem Symbol des goldenen Stammbaums. Doch beide zeugen heute von einem Ruhm, der längst vergangen ist. Ich zieh das mal an. Mal gucken, wie das aussieht. Ist besser als die Kaidenrüstung. Na, mal schauen. Habe ich ein vollständiges Gottrick-Soldaten-Set? Ja, habe ich. Ja, nice. Ja, geil. Ich bin ein Gottrick-Ritter. Mit einem heiligen Morgenstern. Okay. Bam, 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 bam. Okay, was macht der Morgenstern? Nein, falsche Taste. Okay, Angriff und was war das nochmal? 40 FP kosten. Oh. Okay, ein Kriegshammer. Ah, ne. Blablabla, hebt die Waffe, um den Erdenbaum im Kampf zu ehren, blablabla, und stärkt eure Angriffskraft und Verteidigung, sowie die eurer Verbündeten in der Nähe. Oh. Aber 40. Eieiei. Habe ich einen Stufenaufstieg? Nein, habe ich nicht. Mir fehlt noch die Hälfte. Menno. Okay. Dann ziehe ich mal die beste Rüstung an, die ich habe. Nein, große Last. Och Mann. Okay. Okay, dann muss ich mal hier irgendeinen Helm von denen tragen. Hm. Ich nehme das. Die Gottrick-Rüstung einfach. Okay. Bereit. Okay, na mal gucken, was es hier gibt. Wie viel FP habe ich nochmal? 81. Das heißt, ich kann den Morgenstern zweimal einsetzen. Beziehungsweise dreimal. Also, nicht dreimal. Ich rede hier von, ich habe noch zwei Tränke. Also insgesamt sechsmal. Wurzelharz zweimal. Hm. E drücken. Ich wusste es. Die Untoten stehen wieder auf. Jetzt müsste der eigentlich nicht mehr hochkommen, oder? Weil ich einen heiligen Morgenstern habe. Hä? Ich dachte, der macht Magie, also heiligen Schaden. Manu. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Da muss ich den einsetzen. Macht er jetzt heiligen Schaden? Das funktioniert nicht. Hm. Oh, guten Herr. Hm. Okay. Schade.
Okay. Naja. Nice. Ach, hä, ich hab doch... Hä? Also, Objekt aufheben. Dankeschön, Pilz. Was ist das hier? Okay. Menschenknochensplitter, dankeschön. Ushikatana? Das ist jetzt interessant. Das ist jetzt wirklich sehr interessant. Wow. Oha. Okay, so weit so gut. So weit so gut. Oh, danke schön. Was? Aua. Hättest du wohl. Hättest du wohl so gerne. Also, sehr schön, sehr schön. So, waren das alle? Sind alle exorziert? Sehr schön. So, dann das Ushikatana. Das habe ich hier überhaupt nicht erwartet. Katana Yaido, okay. Ein Katana mit langer, einschneidiger Klinge. Die einzigartige Waffe der Samurai aus dem Schilfland. Die Klinge mit Wellenmuster ist außergewöhnlich scharf und ihre Schnittangriffe führen zu Blutverlust. Talent Yaido.
Ein Talent der Schwertkämpfer des Schilflands. Ihr steckt die Waffe weg und haltet sie in konzentrierter Haltung an der Hüfte. Setzt mit einem normalen oder starken Angriff nach, um einen bissschnellen Hieb auszuführen. Oh. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. Cool. Okay. Okay. Huch, wie viel Schaden macht das? Ein bisschen. Ah, noch 3 Blutrosen. Ah, alles klar. Guck ich mal, wer da ist. Jemand? Das Skelett sieht... Achso. Ich wollte sagen, das Skelett sieht wahnsinnig aus. Aber das war einfach nur der Grund. Warum ist eigentlich ein Ushikatana hier? Nice. Oh, hier bin ich. Echt, das war's schon? Oh. Ich glaube, das Highlight war das, war der Raum voller Skelette, okay. Also wenn es das alles schon war, gut. Okay, dann könnte ich ja... Hör auf. 45 Blutverlust? Was? 50? 45, okay. Wenn das schon alles war, könnte ich mich ja hinsetzen und den Boss probieren. Und die Wölfe wieder heraufbeschwören. So. Möge die heilige Flamme euch reinigen. Na, mal gucken. Das Siegel der schwarzen Klinge. Okay, wo ist der Haken? Ich glaube, der heilt sich, oder? Boah, wie der aussieht. Das war's. Gegner zu
Fall gebracht, Assassinen Popoklinge. Okay. Da ist eine Truhe. Das ist was Neues. Okay, war das eine Waffe? Nein, war das ein Talisman? Ja, okay, kritische Treffer. Oh, kritische Treffer regenerieren LP. Das brauche ich, das will ich. Oh, das ist ja cool. Das ist ja sehr cool. Verbogene Assassinen Dolch mit purpurnen Flecken. Kritische Treffer regenerieren LP. Dieser Glücksbringer wurde den dunkel schimmernden Klingen nachempfunden, die in der Nacht des der schwarzen Messer zum Einsatz kamen und das Leben des ersten Halbgotts forderten. Oh, das will ich. Aber erstmal schaue ich mir an, was es dort drin gibt. Und ich hole das Harz. Vielleicht ist das ja so eine Falle oder so, wer weiß. Nein. Todeswurzel. Ein Talisman oder was war das? Nein, ein Item. Das ist auf jeden Fall keine Waffe, glaube ich. Nein, ich glaube, das ist ein Verbraucher-Item. Todeswurzel. Okay, wo ist das Ding? Habe ich das Ding übersehen? Hier. Diese werden von dem Bestienkleriker gesucht und verschlungen. Okay. Eine Quelle, die jene erweckt, die im Tode leben. Oh. Der Bestienkleriker am Refugium der Bestien weit im Osten sammelt und verschlingt diese Wurzel. Der Nacht der schwarzen Messer trug die Rune des Todes dazu bei, dass der erste der Halbgötter niedergestreckt wurde. Oh, später breitete sie sich über die unterirdischen Wurzeln des großen Baums im ganzen Zwischenland aus und wächst nun in Form der Todeswurzel. Die Rune des Todes, alles klar. Okay. Interessant. Ja, das war der Dungeon und der Boss. Der Assassine sah sehr cool aus. Leider habe ich seine Rüstung nicht bekommen. Dann würde ich mal sagen, wechsle ich mal die Rune aus, den Talisman aus. Zu dem hier, genau. Jetzt habe ich eine große Last. Eieiei. Nicht gut, nicht gut. Ich wechsle einfach den Schild. Easy. Obwohl... Ja, nee, doch, komm, ich wechsle einfach mal den Schild. Sieht doch ganz nett aus. Hm, okay, das ist voll cool. Jetzt kann ich heilen bei kritischen Treffern. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Wie viele Runen habe ich? 7000. Habe ich genug für ein Level? Nein, 8000 brauchte ich, oder? Jawohl, 8000 waren das. 8600. Das Parieren bin ich nicht sonderlich gut, aber egal. Ah ja, bin's. Okay, dann
Hier sind wir fertig geworden. Hier waren wir noch nicht. Ach ne, nee, oder? Ne, doch. Ja, hier waren wir noch nicht. Und hier unten ist ein, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Dings. Ein... Gnadenfurz. Ja. Wow. Wuff. Miau. Hello? Can you hear me? Help me. I'm stuck. What? Hello? What? Anyone? What? Oh. Hello? Can you hear me? Help me. I'm stuck. Hello? Moment. Hey, sag mal. Gleich. Moment, wo? Hello? Can you hear me? Help me. I'm wo? Stuck. Hello? Hä? Hello? Wo? Anyone? In der Wand? Hä? Hello? Can you hear me? Ja. Help me. I'm stuck. Moment. Hello? Anyone? Hey! Hello? Da oben oder was? Can you hear me? Help Hä? Oh lol, was zur Hölle? Hello? Can you hear me? Lol, was zur Hölle? Hello? Hello? Anyone? Nun hallo. Wer bist denn du? I'm so happy to see you. I am Alexander. Okay. Also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please. Okay. Can you help me out of this? Okay. My thanks. 1,000 thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Okay. Come on. Give me a good smack from behind. Ein Puff klaps, okay. I'll pop clean out. I'm sure of it. Sicher? Give me a good smack. I'll pop clean out. Ich versuch's mal erstmal mit der Hand. Don't stop now, friend. Just keep clobbering away at the old behind. Okay. Put those doubts to rest. I'll be just fine. I'm very well trained. Give it your all, I say. Ich bin ziemlich gut in, in Form. Ich würde sagen in Top Form. Okay, Moment. Ich habe einen Zweihänder. Geht das? Ich hoffe sehr, ich töte dich nicht oder so. Oh, lol. Triumphierender Jubel. Ja. Lol. Hallo. Well played, good sir. Well played. Okay. Mighty wallop of yours almost spelt the end of Entschuldigung. Ah,
Well, I'm out now, and that's what counts. Ich hoffe, du bist nicht böse. Thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Okay, danke schön. Wo hast du das Fleisch her? Okay. Once again, pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. Okay. Iron Fist Alexander. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands, okay. The scarlet, rot, blighted, Kaelid wilds. Da war ich, glaube ich. On their southern edge is Redmain Castle, in which a festival of combat is being held. Oh. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Okay. I'm heading eastward to Redmain Castle on the southern edge of the scarlet, rot, blighted Kaelid wilds. I've heard there's to be a festival held there. Okay. I'm heading to Redmain Castle. I've heard. Nun denn, Mr. Eisenfaust Alexander. Hey! Dann verbeuge ich mich mal. Und würde vielleicht sogar gleich mal sagen, dass ich die Folge hier gleich beenden werde, wenn ich den Dings da, den Gnadenfurz aktiviert habe. Okay, das habe ich nicht erwartet, auf jeden Fall. Aber ja gut, ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben eine Menge diesmal geschafft. Ich schaue mich dann hier nochmal um, weil dann habe ich... Okay, hier muss ich mich nochmal umschauen. Und dann muss ich nochmal zu ihm hier zurück. Den Typen hier nehmen wir vielleicht in dieser Folge noch. In der nächsten Folge noch. Und den da. Ich schaue nochmal ganz schnell, ob der jetzt weg ist. Oder wieder da. Oder noch immer da ist. Eisenfaust Alexander. Wie bist du denn überhaupt stecken geblieben, eingeschlafen und dann hat es über Nacht geregnet oder was? Naja gut, egal. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!